Hallo aus Alaska, hallo bei Abenteuer Alaska und hallo zu einem Adventsvideo. Diesmal wieder eine YouTube-Aktion, wie schon in jedem Jahr. Diesmal heißt es die 12 Weihnachtselfen. Und es ist eine Aktion von verschiedenen YouTubern und wer da alles mitmacht oder mitgemacht hat, denn wir sind fast am Ende dieser Aktion, seht ihr in der Infobox. Und diese Weihnachtsaktion hier, die hat auch noch etwas Besonderes. Etwas, was es auf diesem Kanal normalerweise nicht gibt, denn es gibt eine Verlosung. Diese Verlosung funktioniert folgendermaßen. Ihr kommentiert dieses Video, lasst mir einen wirklich netten Kommentar da. Ich suche den nettesten Kommentar aus. Ihr solltet einen Hashtag benutzen, Hashtag Gutschein. Dann werden aus jedem der Videos, also von den anderen Teilnehmern, jeweils die Kommentare auch rausgesucht und dann wird verlost und der Gewinner kann einen 20-Euro-Gutschein von Amazon gewinnen. Ist das nichts? Ich denke, darüber freut sich jeder. Also fleißig kommentieren und ab in den Verlosungstopf. In diesem Jahr sieht ein kleines bisschen anders aus. Wir haben nicht sonderlich viel Zeit, um in die Stadt zu gehen. Es gibt da ja in der Stadt eigentlich immer dieses große Lichterfest, dieses Wintersonnenwende-Feuerwerk und ich habe euch das natürlich auch in den letzten Jahren schon mal gezeigt. Wir haben das Ganze in diesem Jahr natürlich etwas ruhiger und lokaler angehen lassen. Und ich nehme euch heute einfach mal mit auf einen Tag mit uns in der Vorweihnachtszeit und auf unsere Routinen hier in der Vorweihnachtszeit. Und so sehr unterscheidet sich das gar nicht von einem normalen Tag. Auch in der Weihnachtszeit fängt jeder Tag erstmal damit an, dass wir die Hunde versorgen. Draußen ist es noch dunkel, daher meine Stirnlampe hier. Dadurch, dass es draußen kalt ist, kriegen die Hunde immer noch heißes Wasser über ihr Futter, damit sie ein bisschen was Warmes im Bauch haben. Das Ganze passiert noch vor dem Duschen. Deswegen sehe ich so aus. Jetzt werden die Hunde gefüttert. Und noch vor dem Füttern ist natürlich wieder auch wie jedes Mal, auch in der Weihnachtszeit, erstmal Spielzeit angesagt. Die Zwinger müssen sauber gemacht werden und die Welpen haben eine Runde Zeit, dass sie mal eine Runde draußen laufen können. Es hat noch mal ein bisschen Neuschnee gegeben. Das ist jetzt gar nicht so toll, weil wenn wir heute mit den Hunden unterwegs sein wollen, geht es wieder durch dicken Schnee. Und das ist echt schwer mit zwei Hunden. Okay, da kommen sie. Haare gewaschen, gefrühstückt, Küchenchaos angestellt. Es wird in etwas über einer Stunde schon wieder dunkel, denn dann geht die Sonne unter. Wir haben jetzt ungefähr 1.30 Uhr, 1.24 Uhr zeigt mein Ofen. Und wir werden jetzt losgehen und schauen, ob wir trotz Neuschnee mit unserem Mini-Hundegespann mit den zwei Hunden, Lumi und Camino, eine Runde mit dem Schlitten unterwegs sein können.
Und dann sind wir endlich fertig. Alle sind versorgt und wir haben die Zeit, uns in der Nachbarschaft umzusehen, was es denn da an Weihnachtsfestivitäten gibt. Dieses Haus hier ist echt nicht zu übertreffen. Die machen eine ganze Show für die Nachbarschaft. Man kann das Radio auf eine gewisse Frequenz einstellen, dazu noch Musik hören und dann tanzen die Lichter quasi zur Musik. Weiter geht's zur Last Frontier Mushing Co-op. Die machen fast jedes Jahr einen schönen, schönen Weihnachtsfeier dort, wo ihre Hundeschlittentouren anfangen. Und man hört schon, auch hier kann man Hundeschlittentouren machen an diesem Abend. Es gibt Chili und Marshmallows, die man über dem Feuer rösten kann. In dieser Jurte kann man sich dann aufwärmen und Santa Claus darf natürlich nicht fehlen. Merry Christmas! Welcome to the last frontier, my dear. Und einige Künstler haben hier ihre Sachen zum Verkauf angeboten. Lokale Künstler. Echt total schön. Super klein, aber auch echt total schön. Das Essen war für umsonst. Man konnte natürlich ein bisschen was spenden. Und wir haben das natürlich auch getan. Glühwein. Und ein Feuer zum Aufwärmen. Was will man mehr? Wunderschön. So gehört sich das für mich zu Weihnachten. So, wir haben den 19. Dezember 2023, eigentlich zwei Tage vor der Wintersonnenwende. Und für uns ist es Zeit, den Weihnachtsbaum zu holen. Ja, eigentlich holen wir ihn genau zur Wintersonnenwende, verbrennen ihn zur Sommersonnenwende. Ich erzähle es ja jedes Jahr wieder. Diesmal klappt das eigentlich zeitlich mit unserem Hundetraining und anderen Terminen, die wir haben, nicht, sodass wir uns entschieden haben, heute den Baum zu holen. Das hat den Vorteil, das Ganze kommt in euer Video. Also kommt mit und kommt mit auf die Suche nach unserem Weihnachtsbaum 2023. Es wird ein alaskanischer, also nicht so voll, nicht so gerade, nicht so wunderschön wie die Bäume aus den Baumfarmen, die man so auf den Weihnachtsbaummärkten sieht. Aber für uns wird es wieder der schönste Weihnachtsbaum überhaupt sein. Also los, dann kommt man mit in den Wald. Draußen sind es minus 20 Grad und es wird eine sehr kalte Expedition. Ari und Ayla, die lassen wir zu Hause. Die warten hier darauf, dass wir wieder kommen. Ready? Ready. Projekt Weihnachtsbaum 2023. Es ist ungefähr Mittagszeit und viel höher steigt die Sonne nicht mehr. Oder eigentlich steigt sie überhaupt nicht höher. Um zu der Gegend zu kommen, wo wir den Baum fällen, müssen wir den Motorschlitten nehmen. Und ohne Schneeschuhe geht's auch nicht weiter. Ich sag euch, das ist echt anstrengend. Denn man läuft doch einiges rum, um irgendwo den richtigen zu finden. Und da ist er. The Peterson Family Christmas Tree. Thank you.
und am Heiligabend wird er dann aufgestellt werden. Wir feiern Weihnachten alleine. Meine Freunde und Familie sind natürlich alle in Deutschland. Daves Familie wohnt in Minnesota. Wir haben seine Eltern eingeladen, aber sie sind halt nicht mehr die Jüngsten und so eine Reise mitten im Winter nach Alaska ist halt sehr anstrengend. Also sind es nur wir, Ari und Ayla hier drinnen und halt die vier Schlittenhunde draußen. Und natürlich bekommen die Hunde auch etwas zu Weihnachten. Sie bekommen unter anderem Kauknochen und ein richtig tolles Weihnachtsdinner mit entweder Elch oder Lachs. Und vielleicht gibt es auch das eine oder andere neue Spielzeug. Das sind übrigens Aufnahmen vom letzten Jahr, aber passte halt. Wir werden zum Heiligabend dann Käsefondue machen. Wir werden danach Geschenke auspacken. Wir machen uns immer ganz, ganz viele Geschenke. Es ist fast wie in Kinderzeiten. Danach gehen wir ins Bett oder ins Schlafzimmer und schauen, wo dein Santa Claus gerade mit seinen Rentieren rüberfliegt. Bei NORAD kann man nämlich Santa tracken. Und wenn Santa über unserem Haus drüber war und wir sicher sind, dass er Geschenke gebracht hatte für den nächsten Morgen, die dann in den Socken landen, gehen wir halt alle zusammen schlafen. Gute Nacht. So, ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen. Ich hoffe, es ist ein bisschen Weihnachtsstimmung rübergekommen. Wie gesagt, hier ist es sehr weihnachtlich. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Und tschüss, bleibt gesund, schöne Feiertage, guten Rutsch und bis dann. Ciao. Merry Christmas!